20er Jahren. Früh am Morgen. Straßenweit ist schon der Weckruf der Kapellen, die der Straßen- und Eisenbahner zu hören, mahnend und rufend. Die Mutter ist längst schon auf. Fritzi, aufstehen, sie spielen schon auf. Karl hat sich die Windjacke angezogen und ist schon fort. Wir müssen gehen. Eben kommt Vater vom Nachtdienst heim. Sie grüßen sich kurz und er stellt sein zusammengetischtes Holzkofferl mit einem Henkel dran, in dem er sein Essen trägt, auf den Schemel, geht in die Kochnische und holt sich einen Feinkaffee. Die Nähmaschinenfabrik vor dem Zusperren hat ihn abgebaut. Nach einiger Rennerei ist er in einer Landmaschinenfabrik als Nachtwächter untergekommen. Das Eheleben leidet unter der zeitlichen Trennung. Wenn er heimkommt, geht sie zu Geschäftsleuten waschen. Nur jede vierte Woche sind sie an einem Wochenende beisammen. Er verdient 55 Schilling mit 18 Überstunden die Woche. Die Fenster sind rot beflaggt. Bei den Nachbarn, der Familie Schacher, hängt zusätzlich eine rot-schwarz-goldene Fahne als Bekenntnis zu einem Deutsch-Österreich, als Protest gegen den Vertrag von Saint-Germain. Sie zweifeln an der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit des filetierten Österreich. Keinen Anschluss, Zusammenschluss, sondern Partnerschaft wollte man. Als die Nazis dann nach Anschluss brüllten, ihn sich auf die Fahnen schrieben, war es aus. Die verfängliche Bezeichnung Deutsch-Österreich kam ihnen, den Nazis, als eine Selbstverständlichkeit zugute. Eine festliche Stimmung breitet sich aus. Eine Botschaft gilt es hinauszutragen. Ein Wille ist aller Welt kundzutun. Schon morgen wird es anders sein. Der Purpur der Könige, das Rot, Symbol der Macht, wurde ihnen entrissen. Und hoch emporgestreckt werden die rot flatternden Fahnen vorangetragen. Auf Transparenten die Forderungen. Obdach, Mieterschutz, weg mit dem Paragraphen 144, Arbeitslosenvorsorge, um nicht jede Arbeit annehmen zu müssen, um nicht in die mindeste Lohnarbeit abzusacken und dann in den erlernten Beruf nicht mehr zurückzufinden. Unfallrenten, Krankenfürsorge, bezahlter Urlaub und Krankenstand vom ersten Tag an, Altersvorsorge, die Alten sollen nicht mehr betteln gehen müssen. Einklagbare Kollektivverträge, sodass festgelegte Mindestlöhne nicht unterschritten werden können. Wir kämpfen für die Sozialistische Republik. Nieder mit dem Faschismus. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Internationaler Sozialismus. Weltfrieden. 48-Stunden-Woche, 8-Stunden-Tag. Mütter, denkt an eure toten Söhne. Nie wieder Krieg. Nekrolog. Der 1. Mai war ein Festtag. Eine Demonstration des sich Behauptens. 1889, auf dem Gründungskongress der Zweiten Internationale als Tag der Arbeit beschlossen. 1890 zum ersten Mal durch.
setzen. Der Klassenunterschied ist um den Tisch herum aufgehoben. Einigkeit wird zelebriert, ein Fest der Volksgemeinschaft. Morgen ist der 1. Mai, die Belegschaft ist eingeladen. Obwohl in einem kleinen Betrieb die Kontakte zur Betriebsführung weitaus persönlicher sind, empfand Fritz Zusammenkunft dennoch als oktroyiert. Und so bleibt es. Der 1. Mai erholt sich nicht mehr. Von allen gefeiert, versagt er zur Kirchweih. Und die, die die Arbeit vergeben, feiern mit, heben sie mit hoch. Nur der freie, zu entgeltende Tag stört den Arbeitgeber noch. Marschiert wird nur mehr noch als nostalgische Verpflichtung. Ob das mit dem Herumziehen in den Straßen nicht doch auch aufgegeben werden sollte? Die Straßenbahnen stehen längst schon nicht mehr still. Einigkeit, nicht Gegensätze, sind up to date. Ungepflegt ist das Selbstbewusstsein in Bewusstlosigkeit versackt. Es gibt, wie uns eingeredet wird, doch keine Proleten mehr. Lohnabhängige von einem gewährten Arbeitsplatz sind sie jedoch immer noch. Wir kommen nun zu einem zweiten historisch belasteten Datum. Das war also Mai in den 20er Jahren. Jetzt kommt der 12. Februar. Generalstreik ist. Und nach kurzer Beratung machen Sie sich auf den Weg nach Hause. Die E-Werke haben abgeschaltet. Auf den Straßen stehen die Straßenbahnen verlassen auf der Strecke herum. Straßenbahner sind dabei, sie mit Autos in die Remisen abzuschleppen. Die Leute drücken sich von der Straße weg an den Häusern entlang. 2,5 Stunden braucht Fritzi, bis er daheim im Hof ankommt. Dort stehen schon die Buben beisammen und besprechen die Lage. Der eine, der Felix, war schon im Arbeiterheim, erzählt er, um sich zu melden. Sie schickten ihn wieder heim. Sein Vater, Betriebsratsobmann bei Braun Boveri, einem namhaften Elektrounternehmen, wird nach dem Scheitern der Februarrevolte in die Sowjetunion flüchten. Und er wird mit seiner Mutter nachkommen. Nach dem Krieg 1945 wird er mit dem späteren Minister Ernst Fischer als dessen Chauffeur wieder zurückkommen. Eine Gruppe von einem in Pension geschickten Polizisten vom Gemeindebau angeführt, bemüht sich vergeblich um den Gleichschritt. Es scheint, als spielten sie Soldaten. Die Aufforderung von Vizekanzler Fey, mit dem Gesindel aufzuräumen, nimmt das Gesindel nicht hin, setzt sich zur Wehr, verteidigt seine Rechte, ruft den Generalstreik aus, erhebt sich, greift nach den ihnen im Krieg in die Hand gedrückten Waffen, die sie vorsorglich mitnahmen und vergruben, versuchen, die Demokratie zu retten. Der Kampf, der Widerstand ist von vornherein ein Opfergang. Sie zögern bis zuletzt. Einer der ihren, ein ehemaliger General, rät ab. Mit Zivilisten lässt sich kein Sieg erringen. Und nicht alle, die gerufen werden, stellen sich auch ein. Die, die noch Arbeit haben, meinen, Arbeitslose sollen doch gehen. Denn die haben was zu gewinnen,
Schutzbund hat bereits die Wachstube auf der linken Straßenseite angegriffen und nach einem kurzen Schusswechsel besetzt. Die Wachleute, einer wird verwundet und versorgt. Sie werden in den Keller gesperrt. Da sie Widerstand leisten, ergibt sich auch die Frage, ob sie denn nicht gleich erschossen werden sollten. Ein Schutzbündler stellt sich dem entgegen. Als am übernächsten Tag dann die Schutzbündler entwaffnet waren, rächten sich die beschützten Polizisten, stürzten sich auf den, der sich vor sie stellte, und traten ihn mit den Stiefeln nieder. Möglich, dass sich ihr Verhalten psychologisch damit erklären lässt, dass sie als Uniformierte, beschämt von einem herabgekommenen Proleten, sich beschützen haben lassen müssen. Auf strategischen Punkten sind sie mit zwei Maschinengewehren in Stellung gegangen. Karl liegt mit einem Genossen die ganze Nacht lang auf der Einfahrtsstraße im Straßenkern in Bereitschaft. Gegen 8 in der Früh kommt er heim. Er wurde abgelöst. Wenn sie ihn brauchen, werden sie ihn holen. Sonst soll er sich am späten Nachmittag wieder melden. Kaum ist er in der Wohnung, unbeobachtet, beginnt sich die Anspannung zu lösen. Seine Bewegungen werden fahrig und es ist nicht zu fassen. Die Zähne beginnen aufeinander zu schlagen, immerfort anzuhören wie das Geknatter von Kastagnetten. Es gelingt ihm nicht mehr, sich zu beherrschen. Im Gegenteil, es erleichtert, sich vor der Mutter nicht zurückhalten zu müssen. Verstohlen beobachtet sie ihn, sagt aber kein Wort, widersteht der Versuchung, es ihm gleich zu tun. Schüttelt den Polster auf dem Divan auf. Er soll sich niederlegen. Es hört nicht auf zu knattern. Die sich lösende Beklemmung allein ist es nicht, die sich derart äußert. Auch nicht die Kälte. Er hat von sich aus freiwillig eine Tat gesetzt, die tödlich sein kann. Dafür ist er allein und voll verantwortlich. Er kann sich auf keinen Befehl berufen. Er hat dafür, dass er sich zur Wehr setzt, allein einzustehen. Darin unterscheiden er sich und die Genossen von den Soldaten. Sie, die sich erheben, werden nicht mit Jubel an die Front getragen. Sie schleichen aus Kellern, drücken sich um Häuserecken herum und bangen, auf Gehorsam nicht gedrillt, den Karabiner abdrücken zu müssen. Ein Offizierskorps mit seinem Obersten beruft sich auf den Befehlsnotstand. Sie, die Vogelfreien, führen als Begründung ihr Gewissen an. Es dauert lange, bis die Erregung abklingt und er unruhig einschläft. Am Abend wird er sich wieder melden. Freiwillig. Es ist später Nachmittag. Die Mutter und Fritzi sind zu Hause. Eine bedrückend angespannte Stille. Sie reden nichts. Plötzlich, die Fensterscheibe zerbirst unter einem Knall. Sie schrecken auf. Ein Schuss, man hat auf sie geschossen. Die Kugel zerschlug gegenüber einen Absatz von einem im Wasserbankerl abgelegten Schuh. Vis-à-vis wohnt ein Wachmann. Der wurde sogleich verdächtigt, aber ebenso konnte es ein Irrläufer über das Dach sein. Es wird dann nicht mehr viel darüber geredet. Geht in den Ereignissen unter. Das Militär rückt an. Der Streik ist nicht lückenlos. Die Eisenbahner transportieren das Militär heran, nach Wien. Auf dem Kahlenberg werden Haubitzen.
wissen dann schon zielgenau. Reißen riesige Löcher in die verhassten Gemeindebauten, legen armselige Intimitäten bloß. Die ersten Toten liegen auf der Straße. Die Feuerwehrmänner kämpfen verbissen gegen das gegenüberliegende Bezirksamt, um das Ausrücken der Polizei zu verhindern. Der Widerstand bricht zusammen. Die namentlich Bekannten werden standrechtlich gehängt, schwer verwundet, zum Galgen geschleppt. Ein Feuerwehrhauptmann, der das Ausrücken der Polizei verhinderte, nahm es auf sich, gab an, seine Männer mit vorgehaltener Pistole zum Widerstand gezwungen zu haben. Keine Milde! 9 Hinrichtungen, 300 Tote. Der Weg ist dem Faschismus freigeschossen. Das Stahlgewitter zieht auf. In der Niederlage Halt suchend geht der Blick hinüber zur Sowjetunion. Allzu gern würde man die Vision verwirklicht sehen wollen. In den Kanälen flüchten sie aus Wien, in Tagesmärschen hinüber in die Tschechoslowakei. Nun ist sie da, die Rache. Mit den Gewehrkolben hämmern die Hahnenschwanzler gegen die Türen. Und wenn nicht sofort geöffnet wird, treten sie sie ein. Brüllend stürmen sie in die Wohnungen der Gemeindebauten. Den armseligen Hausrat reißen sie auseinander, unter dem Vorwand, nach Waffen zu suchen. Legen ihren Sieg im Verwüsten aus. Ihre Macht vorführend, zu zeigen, wer das Sagen hat. Die Frauen und Kinder stoßen sie, rote Brut schreit herum. Hämisch reibt der Klerus sich die Hände. Die Gottlosen werden bestraft. Am nächsten Tag patrouillierten Panzerautos in den Straßen und richten drohend ihre Geschützrohre auf die Fenster der Gemeindebauten. Die Mutter fordert Fritzi auf. Geh weg vom Fenster, die schießen rauf. Die Christianisierung setzt ein. Die rote Brut wird ausgeräuchert. In den Fortbildungsschulen ist in den Klassenzimmern im Gegensatz zu Volks- und Bürgerschulen kein Kruzifix mehr an der Wand. Wozu auch? Nach dem Februar wird hurtig eines hingehängt. Den Schülern ist vor Augen zu führen, wer jetzt das Sagen hat. Sie haben sich vor dem Gesslerhut zu beugen. Die Lehrlinge versammeln sich vor den Klassenzimmern. Erregt wird die Neuerung wahrgenommen, erörtert und es eskaliert zum Protest. Und es wird durchgegriffen. Sogleich werden einige herausgegriffen und von der Schule verwiesen. Die Ruhe ist hergestellt. Dazu Engelbert Dollfuß. Wir haben auch auf dem Gebiet des kulturellen Lebens Übelstände beseitigen müssen und Vorsorge getroffen, dass in den Schulen wieder Religion gelehrt wird. Dollfuß wurde bei einem gescheiterten nationalsozialistischen Putschversuch 1934 ermordet. Er öffnete dem Faschismus die Tür und wurde von den Nachdrängenden niedergerannt. Nachfolger wurde Schuschnigg. Die Frau Fink vom Hof, die Mutter von Burli, weint. Am 12. März marschiert die deutsche Wehrmacht in Österreich ein. Österreich wird zur Ostmark.
Abzeichen der NSDAP werden von hinter dem Revers nach vorne gesteckt. Eine stolze Offenbarung. Einer der drei Kompagnons der Firma, in der Fritz beschäftigt ist, Herr Lehmann, trägt nun das Goldene zur Schau. Krieg steht bevor. Wie ausgeschüttet fluten Kolonnen die Straße entlang. An den Straßenrand abgedrängt wird ihnen zugejubelt. Wie immer es ist, sie wollen dazugehören. Eine geballte Macht rollt gebietend heran. Kommandos bellen und die Glieder bewegen sich exakt. Ein Wille defiliert, stellt sich dar, beeindruckt, vereint. Und der Zug und Nachlauf. Eine unausrottbare Volksseuche. Nicht die Nazis, die immer schon Nazis waren, sind damit gemeint. Es gibt einen Hinweis, dass entschlossene 10% mit den Mitläufern rechnend in der Lage sind, einen ganzen Staat umzukrempeln. Die stählerne Vorführung überzeugte immer schon und immer wieder. Ungebrochen. Nichts, aber auch schon gar nichts, kann ihr etwas anhaben. Dieser potenten Mannheit erliegt man eben. Unter den ehernen Helmen hervor blitzen kühn stahlblaue Augen. Ein Wille, der Hoffnung weckt. Endlich wird gehandelt und nicht nur gequatscht. Ein Ziel ist vorgegeben. Dem wird zugejubelt, mit hochgestreckter Hand bekundet, mit dabei zu sein. Die Marschmusik allein reicht nicht aus, obwohl sie vorantreibt. Kinder ihr hinten nachlaufen. Der Aufmarsch muss maskiert werden. Künstler mit ihrem Öffentlichkeitswert haben herzuhalten, kaschieren kunstvoll die Marschierenden. Hofiert verweigern sie sich nicht. Sehen sie doch, verblendet, von sich eingenommen, neue Möglichkeiten. So werden sie eingereiht und ablenkend zur Schau gestellt. April 1938. Nach der Besetzung die Volksabstimmung. Karl Renner, Sozialistenführer, empfiehlt, mit Ja zu stimmen. Im Wiener Diözesanblatt vom 22. März erklären die Bischöfe feierlich, Gauleiter Bürkling habe bestätigt, gebet Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gezeichnet Kardinal Inzer. Ein Geraune geht durch den Bau, als die Wahl angekündigt wird. Man hat mit Ja oder Nein für oder gegen den Anschluss zu stimmen. Ein Nein heißt aber auch, den Machthabern entgegenzutreten. Ein Wagnis, das nichts bringt und dessen Folgen nicht abzusehen sind. Die Besetzung ist vollzogen. Dass der Wahlausgang daran was ändern könnte, es ist absurd, auch
versinkt sein könnten. Es ist nicht auszuschließen, dass das die Nazis selbst in Umlauf setzten, um so den Wahlausgang zu beeinflussen. Kritische Wahlaufsicht gibt es keine. Ebenso keine entgegengesetzte Wahlwerbung. Einer Beobachtung ist man jedenfalls ausgesetzt. Und sind Nein-Stimmen dabei, lassen die sich mit Sicherheit zuordnen. Nicht hinzugehen wäre auch eine Möglichkeit. Man hätte dann ohne Urne gewählt. Es wird beredet. Was bleibt, ist hinzugehen und mit Ja zu stimmen. Man duckt sich vor den Kommenden. Das Leben geht weiter. Den sich abzeichnenden Krieg vor sich her schiebend. Es hält sich zurück, geht in Deckung. Das Wahlergebnis ist, wie vorher gesagt, ein hundertprozentiges Ja. Der Wohnungsnachbar, der Schacher, seit 1934 ein Kommunist, wird vor der Wahl abgeführt. 76.000 Festnahmen bis zum Tag der NS-Volksabstimmung und das Programm wird durchgezogen. In der Wohnung vis-à-vis wohnen auf einmal neue Mieter. Das alte Ehepaar, angeblich Altkatholiken, ist verschwunden. Fritz ist bei Viktor, einem Bekannten, der ihm Schriften zeigen wollte, auf Besuch. Das Radio läuft. Auf einmal horcht Viktor auf. Es ist 19.50 Uhr, der 11. März 1938. Kanzler Schuschnigg mit vor Erregung zitternder Stimme meldet: Wir weichen der Gewalt. Gott schütze Österreich. Fritz, verwundert, bemerkt die auf einmal auftretende Fahrigkeit, in die Viktor verfällt. Er weiß nicht, dass dieser Jude ist. Viktor wird nach Shanghai auswandern und als Wrack nach dem Krieg zurückkommen. Die Juden werden ausgewiesen und müssen dafür auch noch Bußgeld entrichten. Die Reichsfluchtsteuer, um überhaupt hinausgelassen zu werden. Startschuss zu einem Gaudium. Zuvor müssen sie noch die mit Kalk beschmierten Straßen von den Krupen kreuzen. Auf allen Vieren säubern. Jüdische Geschäfte werden groß mit der Aufschrift "Kauft nicht bei Juden" beschmiert. Und der Arier, der es aus welchem Grund auch immer dennoch wagen würde, wird attackiert. 1935 beschließt der Deutsche Reichstag die Nürnberger Rassegesetze. Eine Erniedrigung von jüdischen Menschen zu Untermenschen. Dadurch andererseits eine Überhöhung der deutschen Nation, was immer die auch sein mag. Ein Legalisieren von Mord, Ausrottung niederer Rassen, Völkermord. Gegen Untermenschen wird ins Feld gezogen, um sie als Sklaven zu kolonisieren. Pogrome sind legalisiert. Die Parkbänke erhalten die Aufschrift "Nur für Arier", eine in jedem Park anzutreffende Bevorzugung. Und die Agisierung. Ein groß angelegter Raubzug, ein noch nie dagewesener Pogrom
Entsorgung. Ich möchte jetzt zum Abschluss, damit Sie sehen, dass Herr Hirschberger die ganze Zeit mit beobachtet hat, noch einen ganz kurzen Auszug aus der aktuelleren Geschichte bringen, in der es um den aktuellen Zustand der Sozialdemokratie geht. Das ganze Buch ist also ein bisschen ein Befund zwischen den Träumen, die die jungen Sozialisten in den 20er Jahren hatten, und der Realität, die er dann in den, sagen wir mal, 1980er Jahren wiedergefunden hat. Es ist sicher kein Tatsachenbericht, es ist kein historisches Buch, es sind die persönlichen Eindrücke, die in dem Buch wiedergegeben werden. Und der ehemalige Bankmanager als Bundeskanzler war natürlich ein Bild, das in diesem Buch nicht fehlen darf. Zunächst gab es aber vorher noch eine Zeit des Optimismus. Ein Aufflammen war es. Die Glut erlosch. Ein historisches Museumsstück zum Herzeigen wurde daraus. Man gab auf, passte sich an, vergaß, wurde fromm. Es ist gewinnbringend, lässt man sie mit dabei sitzen und korrumpiert sie mit einer Aktie. Und es wird vereinheitlicht. Es gibt weit mehr Aktienbesitzer, und sei es mittels der Sparbücher als je zuvor, dem ist Rechnung zu tragen. Wenn er, der Sozialist, ein ehemaliger Bankdirektor, das sagt, dann sollte er halt den Zusammenhang mit dem unselig manipulierenden Kapital nicht verschweigen. Mit dem Beitritt zur EU geben die sozialistischen Parteien endgültig ihre Verantwortung für die arbeitende Klasse an etwas Übergeordnetes ab. Gehören sie doch nun zu einem etabliert Höheren. Nicht nur der reale Sozialismus kam vom Wege ab, mit ihm die Sozialisten als Ganzes. Vom Kapital lassen sie sich wach küssen, hinterfragen es nicht einmal mehr hinter vorgehaltener Hand. Und das profitabwerfende System hat nur mehr noch einen Gegner, sich selbst. Es ist daher auch kein Zufall, es ist folgerichtig, dass ein Bankdirektor als Bundeskanzler die Sozialisten anführte. Jetzt haben die Banker das Sagen. Bruno Kreisky: Ich bin Banker, dann erst Sozialist. Georg Gander: Die Tennisspieler verdienen viel mehr als ich. Heinz Kinzel: Rechtfertigungen, die ihren Idealismus entblößen. Und die von Ihnen geführte Partei wird den vorgegebenen Regierungsgeschäften angepasst. Vermögensteuer, Gewerbesteuer wird abgeschafft. Erbschaftssteuer, Spitzensteuersatz, Kapitalertragssteuer kopiert. Luxussteuer à la Breitner, einfach im Wort. Verstrickt im Tagesgeschehen gibt es keinen anderen Weg als den Pragmatismus. Das erklärt auch die Steuerpolitik und ertränkt die visionäre Zukunft. Zeigt aber auch auf wen sie zu hören haben. Wen wundert's, wenn er, der Kanzler, fordert, die Begehrlichkeiten nach zustehendem Lohn einzubremsen? Von 1985 bis 1989 sind die Gehälter um 5% gestiegen, die Betriebsgewinne um 10%. Ein gesundes wirtschaftliches Wachstum beruht eben, wie kann es anders auch sein, auf
umsetzt und dass ihm dabei auch der Humor, wenngleich ein sehr schwarzer Humor, nicht abhanden gekommen ist. Bitte genau den Titel des Buches. Das Buch heißt Das Feigenblatt und andere Abwegigkeiten. Und es sind ein paar so Spitzfindigkeiten drinnen. Die kurze Geschichte heißt Fukushima. Die noch nicht verklungene weltweit katastrophale Finanzkrise verleitet dazu, deren Wirkungsweise auch im Atomgau von Fukushima zu erkennen. Es drängen sich Gemeinsamkeiten auf, die auf ein System schließen lassen, das den wirtschaftlichen Grundsätzen einer Kosten-Nutzen-Rechnung widerspricht. Die Errichtung eines Atomkraftwerks entspricht somit einer Finanzspekulation. Das herrschende spekulative Kapital, als Arbeitgeber getarnt, ging mit einem Mal seiner fröhlichen Maske verlustig und stellt sich unverblümt als lebenvernichtend dar. Wie dem auch sei, das weltweit kapitale Finanzgeflecht ist eine außerhalb der Kritik stehende Lebensgrundlage, ein unbewusst akzeptierter Kreislauf. Jeden Bedarf, sobald er nur besteht und er sich rechnet, wird gewinnorientiert nachgegangen. Die Wirtschaft bleibt in Gang und schafft Arbeitsplätze. Der Handel agiert bewährt, gewinnorientiert, weltweit frei, schrankenlos, undemokratisch, unterliegt, ja warum denn auch, keinen ethischen Werten. Der Vorhang lüftete sich für einen Moment nach der Katastrophe. Doch die mit sich Beschäftigten, im Schmerz gekrümmten, finden kaum Zeit, den Kopf zu heben und hochzuschauen. Und so bleibt alles weiterhin so, wie es ist. Gewiss, kleine Veränderungen hat es gegeben. Die zart Beseiteten unter den Spekulanten hatten umgesattelt und verkauften Schutzanzüge. Die Hartgesottenen sind ihrer Zunft treu geblieben und wetten neuerdings mit hohem Kapitaleinsatz darauf, wie lange diese Anzüge Schutz bieten und wann der erste Versorgungsengpass mit darauffolgender Preissteigerung eintritt. Alles in allem